Einer Forschungsgruppe der US-Regierung ist es jetzt gelungen, einen echten Durchbruch in der Kernfusion zu erreichen. Zum allerersten Mal wurde mehr Energie freigesetzt, als zugeführt wurde. Das klingt sehr genial, aber schauen wir es uns mal etwas genauer an. Bei der Kernfusion, da werden die Atomkerne von zum Beispiel Wasserstoff so nah zusammengebracht, dass sie zu einem schwereren Kern verschmelzen. Wenn man leichtere Kerne zu einem schwereren Kern verschmilzt, dann wird dabei jede Menge an Energie freigesetzt. Mit dem angeblich stärksten Laser der Welt wurden jetzt 192 Laserstrahlen mit insgesamt etwa 2 Megajoule auf eine Kapsel geschossen, in der sich die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium befanden. Bei der anschließenden Reaktion wurden etwa 3 Megajoule an Fusionsenergie gemessen, also freigesetzt. Und das ist ziemlich genial. Damit jetzt aber damit Energie gewonnen werden kann, ist das leider noch ein bisschen zu wenig, denn die ganzen Prozesse drumherum, die brauchten dann doch nochmal deutlich mehr an Energie. Und dennoch ist das ein Durchbruch, denn es ist ein wichtiger Schritt hin zur Kernfusionsenergieerzeugung.